Lang hat man geredet davon, viel ist geschrieben worden und jetzt ist es Realität, das neue Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen. Das Rauchverbot in den Beizen. Etwas, das auch die Kantonspolizei Schweiz betrifft. Mit der Einführung von dem Gesetz zum Schutz der Passivraucher hat auch die Kantonspolizei eine Aufgabe bekommen. Das heisst aber nicht, dass bei der Kantonspolizei explizit jetzt eine Raucherpatrouille oder eine Raucherpolizei gegründet wird. Klar, die Polizei hat noch viel anderes zu tun, aber wegschauen will man nicht. Das Rauchverbot gilt, mit vielen Ausnahmen zwar, aber Gesetz ist Gesetz. Haben wir eine Meldung von einer Person, dass sie irgendwo geraucht wird, obwohl es nicht gestattet ist, werden wir nach Möglichkeit mit der Patrouille vor Ort gehen. Die Fehlbaren müssen mit einer Busse von 50 Franken rechnen. Wenn sie damit nicht einverstanden sind, wird es eine Anzeige geben als zuständiger Bezirksamt. Wie sieht es für den Wirt aus? Genau das Gleiche gilt für den Betreiber von einem Lokal. Wenn er sich nicht an die Vorschriften hält, wird er entsprechend zur Anzeige gebracht beim Bezirksamt. Es gilt also ernst und das ab sofort. Die Polizei wird bei der Umsetzung der Kontrolle von dem Gesetz keine Schonfrist anwenden. Das Gesetz, also das heisst, die Krafttretung ist schon länger bekannt und so weiss man, dass es jetzt aber am 1. Mai gilt. Wie es mit dem Rauchverbot weitergeht, ist noch ungewiss. Es gibt Bestrebungen, den Schutz vor dem Passivrauchen noch zu verschärfen. Gleichzeitig fordert man in Wirtenkreisen, das Rauchverbot wieder aufzuheben. Diese Paragraphen könnten also in den nächsten Jahren schon wieder umgeschrieben werden.